Ja, hallo zusammen. Ich habe mir den Bausatz Micro-AMT von Speaker Buddies kommen lassen. Und diese Kiste, die packen wir gleich zusammen aus, gucken uns mal die Chassis an, die Teile für die Frequenzweiche. Dann bauen wir den Bausatz zusammen auf und zum Schluss wird dann natürlich Probe gehört. Ja, ich würde sagen, los geht's. Na gut, dann gucken wir uns jetzt mal an, was so in der Kiste hier steckt. Erstmal hat man hier ein bisschen Sonophil von Intertechnik, ne? Das Dämpfungsmaterial. Ich mal hier hin. Lieferschein, Baubeschreibung, das gucken wir uns dann gleich nochmal im Detail an. So, hier sind jetzt ein paar Kleinteile. Das mal beiseite. So, das hier ist für die Frequenzweiche, gucken wir uns auch gleich an. Ja, hier haben wir erstmal zwei Päckchen Schrauben. Schön in schwarz zur Befestigung der Chassis. Hier die Terminals, um die Lautsprecherkabel dran anzuschließen. So, das ist jetzt eine der beiden Platinen, die wir dann für die Frequenzweiche brauchen. Das ist ziemlich klein, steht ja auch schon in der Baubeschreibung drin. Ich messe das mal gerade. Ja, 6,5 mal 6 cm. Aber kleine Box, kleine Platine, sag ich mal. Dann haben wir hier noch zwei verschiedene Typen Kondensatoren. Jeweils eine Spule und jeweils noch ein Widerstand. Gut, das kommt jetzt erstmal da weg. Dann haben wir hier jeweils einen Kabelsatz. So wie ich das jetzt sehe, bestehend aus drei Kabeln. Wir brauchen eigentlich nur zwei, aber dann haben wir noch mal eins für Reserve. So, dann kommen wir jetzt hier mal zu den kleinen Chassis. Das sind die AMT Mini 8. Gleich gucken wir auch noch mal richtig ins Datenblatt rein. Ich packe die jetzt hier erstmal aus. Das ist ein sogenannter AMT Air Motion Transformer. Das hier ist das gute Stück schon. Ja, auch nichts drin vergessen. Das packe ich auch mal aus. Das hier ist das Teil. Gleich gibt es auch noch mal eine Nahaufnahme. Dann haben wir hier die beiden Tief-Mittelton-Chassis. Das andere ist hier. Das packe ich auch erstmal aus. Schutzkappe abgefallen. Zack. Hier haben wir das Chassis. Hier ist jeweils hinten und für vorne auch noch mal so ein Schutz ist das ja nicht, aber um vielleicht kleine Spalte, die bei der Montage dann entstehen, zuzudrücken, so ein Schaumstoff, Moosgummi Teil drüber. Ja gut, dann haben wir hier den Zuschnitt für die Micro-AMT. Den habe ich mir von Speaker Buddies auch zukommen lassen. Da bin ich jetzt mal ganz gespannt, wie sowas aussieht. Ich habe bisher immer nur Lautsprecherbausätze aufgebaut, wo ich mir den Zuschnitt im Baumarkt habe machen lassen. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt hier qualitativ hochwertiger ist, denn im Baumarkt kann man mal Glück, mal Pech haben. Aber wem erzähle ich das? Ja. Zap, zap, zap. Schutzfolie hier weg, also eingepackt ist das Ganze schon mal gut.
So, ja, das gucken wir uns jetzt hier mal an zusammen. Also hier hat man einmal die Schallwand, ne, mit solchen Taschen, die hier reingefräst sind, damit wir die Lautsprecherchassis dann auch entsprechend versenken können. Aber die Kanten hiervon sind nicht beschädigt, das sieht echt alles sehr gut aus. Hier haben wir sogar auch so eine Rundung dran gefräst. Das ist, glaube ich, dann der Teil vom Bassreflexkanal. Ja gut, und dann noch die anderen Teile. Ne, Seitendecke und so weiter. Ah, hier haben wir jetzt eine Seitenwand. Auch hier schön mit Nuten reingefräst. Das macht es dann natürlich nachher ziemlich einfach, wenn wir das Ganze hier aufbauen und positionieren wollen. Also das passt wie die Faust aufs Auge quasi. Da kann man tatsächlich nicht meckern. Ja, es hat schon eine andere Qualität als so ein Baumarktzuschnitt. Wunderbar, da bin ich tatsächlich positiv von überrascht. Ja, hier haben wir natürlich noch die andere Seitenwand. Na gut, und das Ganze haben wir natürlich in zweifacher Ausführung. So, nichtsdestotrotz habe ich mir aber trotzdem auch mal die Teile im Baumarkt zuschneiden lassen. Einfach um auch mal zu gucken, ob das jetzt wirklich notwendig ist, sage ich mal, sich diesen Zuschnitt machen zu lassen, gerade jetzt auch vielleicht für so eine kleine Box. Oder ob man da auch ein bisschen kostengünstiger wegkommt, indem man sich das Ganze hier im Baumarkt zuschneiden lässt. Diesmal muss ich sagen, hatte ich eigentlich relativ viel Glück gehabt. Wenn man genau hinguckt, sind die zwar doch alle nicht wieder gleich breit und lang, diese Teile hier. Aber das, denke ich mal, lässt sich mit ein bisschen Leim alles noch kaschieren nachher. Ja, und dann können wir natürlich abschließend dann den Vergleich ziehen, wie einfach jetzt der Aufbau vonstatten ging, wenn wir hier einmal diesen Baumarktzuschnitt haben, also sprich ohne diese ganzen Nuten, die jetzt hier von Speaker Buddies schon eingefräst worden sind, im Vergleich eben zum Holzbausatz von Speaker Buddies.